Ich darf jetzt mit Freude Herrn Richters ansagen. Ich hatte ja vorhin schon ein paar Worte gesagt. Ich freue mich auf Ihren Vortrag und übergebe hier gleich das Podium. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung und für die tolle Organisation. Ich sehe schon, der Tag beginnt gleich mit großen Herausforderungen. Während man sozusagen Adrenalin durchströmt, dort sitzt und denkt, man muss gleich einen Vortrag halten. Vor einem stehen zwei Personen mit Kameras bewaffnet, die einen dabei filmen und fotografieren, wie man versucht, sich zu entspannen. Es ist durchaus Herausforderungen, die einem hier auferlegt werden. Aber das ist ja auch gut so. Und jetzt habe ich sozusagen die nächste Herausforderung, nämlich Sie aus dieser Stimmung der Entspannung wieder abzuholen und Sie gleich mit schwierigen Themen, mit ökonomischer Theorie, mit Marktwirtschaft, mit ökosozialer Marktwirtschaft sozusagen zu bombardieren. Und ich hoffe, dass es Ihnen jetzt besonders gut gelingt, mir zuzuhören. Ökosoziale Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit ist das Thema des heutigen Tages. Und wenn man sich das anguckt, diese Kombination, dann ist ja erstmal gar nicht selbstverständlich, warum bei ökologisch, sozial und Nachhaltigkeit notwendigerweise Marktwirtschaft mit im Boot sein muss. Und es gibt ja auch genug Leute, die sich in Anbetracht der Tatsache, dass wir dank unserer wirtschaftlichen Entwicklung heute das sechste Massenaussterben erleben, so schlimm wie zu der Zeit, als die Dinosaurier ausgestorben sind, dass wir den Klimawandel sehen und wir eigentlich wissen, wir müssen in den nächsten 30 Jahren unsere Nettoemissionen, also die Emissionen minus das, was beispielsweise in Böden oder Wäldern neu gebunden wird, auf Null bringen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, unseren Planeten in einem ökologischen Bereich zu halten, die Ökosysteme zu stabilisieren, sodass wir dort gut leben können. Wenn wir sehen, dass dank unserer bemerkenswerten Produktion an Plastik es inzwischen Strände gibt, an denen jedes zehnte Körnchen, was man aufhebt, Plastik ist. Und wenn wir letzten Sommer auch in Deutschland gemerkt haben, dass extreme Wetterereignisse zunehmen, dass dadurch, dass sich die Erde am Äquator weniger stark erwärmt als an den Polen, das gesamte Wettersystem verändert, dass sowohl lange Hitze- und Dürreperioden zunehmen, wie wir das im Sommer gemerkt haben, als auch starke Kälteereignisse zunehmen können. Und das ja irgendwie auch ein Ergebnis alles ist, dieses bemerkenswerten Erfolgs unseres Wirtschaftssystems. Dass die Tatsache, dass wir es geschafft haben, derart produktiv zu sein, uns auch ermöglicht hat, im großen Maße Schaden anzurichten. Und wir das derzeit tun. Von daher ist ja zunächst mal die These, dass wir ein völlig neues Wirtschaftssystem brauchen, dass vielleicht die Prinzipien der Marktwirtschaft, wie Konkurrenz, wie das Profitstreben beispielsweise, ursächlich für das Problem sind, gar nicht so weit von der Hand zu weisen. Und es gibt genug Leute, die sagen, ja, wir müssen das völlig überdenken. Wir müssen weg von der Orientierung an Konkurrenz und Wettbewerb hin zu mehr Kooperation. Das wird, denke ich, im Vortrag von Christian Felber eine Rolle spielen. Wir müssen weg davon, alles immer in Geld bemessen zu wollen und auch Ökosysteme und Ressourcen und die Nützlichkeit von Nationalparks und Natur in monetären Werten zu bemessen, alles eine Kosten-Nutzen-Rechnung zu unterwerfen. Und das hat natürlich auch etwas intuitiv Richtiges. Ich werde trotzdem mich sozusagen, nein, nicht anpassen an das Thema, aber sozusagen aus bestem Wissen und Gewissen die These vertreten, dass Marktwirtschaft weiterhin das richtige Wirtschaftssystem ist. Aber dass wir uns ganz grundsätzlich Gedanken darüber machen müssen, wie wir die Regeln, die wir in dieser Marktwirtschaft haben, wie wir die so umformulieren und neu gestalten können, auch grundlegend neu gestalten können, dass
wir dem Klima eine Chance geben, dass wir der Umwelt eine Chance geben, dass wir den Ozeanen eine Chance geben, nicht auszusterben und sozusagen nur noch von Plastik bevölkert zu sein. Das World Economic Forum, nicht unbedingt als linke Krawallorganisation bekannt, befürchtet, dass schon Mitte des Jahrhunderts in den Ozeanen mehr Plastik als Fische sind. Also die Gefahren sind tatsächlich real. Nun, was ist eigentlich das Attraktive an Marktwirtschaft? Und in meinem Buch, wie gesagt, es trägt den Titel Marktwirtschaft reparieren, was ja offenbar davon ausgeht, dass es sich lohnt, etwas Defektes, etwas Kaputtes, was vielleicht nicht mehr das tut, was es tun soll, wieder instand zu setzen. Und dass es aller Mühen wert ist, das auch zu versuchen. Und wir uns eben nicht unbedingt, oder ich glaube auch nicht, auf die Suche nach einem neuen Wirtschaftssystem begeben müssen. Was ist so attraktiv an Marktwirtschaft? Da kann man im Prinzip in ein standardökonomisches Lehrbuch gucken. Und was dort beschrieben wird, klingt nach einer wunderschönen sozialen Utopie. Ein einfaches Wirtschaftssystem. Es gibt irgendwie die Möglichkeit, über Geld mit jedem Menschen auf der Welt in Interaktion zu treten, mit ihm ökonomischen Austausch zu treiben. Ich kann, wenn ich hier nach Köln komme und ich kenne niemanden, ich kriege trotzdem ein Bett, ich kriege trotzdem eine Pizza zu essen, wenn ich möchte. Und die Möglichkeit, mit Geld so eine Transaktion abzuschließen, ist ja eine geniale Utopie oder eine geniale Idee, kann man sagen. Eine geniale soziale Innovation, von denen vorhin schon die Rede war. Es ermöglicht tatsächlich Transaktionen zwischen Unbekannten. In einer anonymen Gesellschaft wie wir. Ich kenne sie, glaube ich, alle nicht. Sonst kommen sie in der Pause nochmal zu mir. Und ich kenne auch denjenigen, der meine Pizza macht, nicht. Aber trotzdem ermöglicht mir Geld und die Interaktion darüber, im ökonomischen Austausch damit zu treten. Und letzten Endes ist es ein einfaches Wirtschaftssystem in dem Sinne, dass ich eigentlich nur gucken muss, was möchte ich produzieren, wo möchte ich arbeiten und kann ich es mir leisten. Das heißt, die Regeln, denen wir uns dort unterwerfen haben in der Grundidee, sind eigentlich relativ simpel. Ich muss als Unternehmer gucken, dass ich meine Kosten decke, dass ich am Ende mit einem gewissen Gewinn rausgehe, der es mir sozusagen ermöglicht, davon zu leben. Ich muss als Konsument gucken, dass ich es mir leisten kann. Und auf diese Art und Weise haben wir die Möglichkeit geschaffen, den ökonomischen Austausch, der sonst in der langen Geschichte der Menschheit eigentlich nur in kleinen Gruppen möglich war, der immer nur sozusagen ein Austausch, ein Schenken, ein Geben und ein Nehmen in kleinen Gruppen war, auf eine große Gesellschaft wie die unsere auszuweiten. Das heißt, es ist, die Konsequenz davon ist, dass im Prinzip meine Entscheidung, was ich gestern Abend hier in Köln zu Abend esse, die kann ich sozusagen frei und freiwillig treffen. Und auf diese Art und Weise ergibt sich das sozusagen die vielen Entscheidungen der Einzelnen am Ende zu einem mehr oder weniger großen Ganzen werden. Also die zweite, neben der Tatsache, dass es grundsätzlich erstmal ein relativ einfaches Konzept ist, ist, dass es dezentral koordiniert werden kann. Und das ist beispielsweise ein Problem, das ich bei vielen Alternativvorschlägen sehe, die irgendwie einen komplexen Koordinationsmechanismus benötigen. Wenn ich beispielsweise versuche, auf der Basis von irgendeiner Art von Kooperation und Gesprächen und Diskussionen eine Gesellschaft zu koordinieren, dann habe ich eben das nicht, dass es dezentral funktioniert und dass es sozusagen von den individuellen Entscheidungen auch abhängig ist. Eine dritte wünschenswerte Eigenschaft, neben dass es im Grundsatz einfach und dezentral funktioniert, ist, dass Marktwirtschaft ein System ist, das sozusagen eine gewisse Robustheit, eine gewisse Stabilität eigentlich mit eingebaut hat. Die Ökonomen sind da aus meiner Sicht immer etwas zu optimistisch darüber, wie fehlerfrei und problemlos das alles funktioniert. Aber grundsätzlich führt die
die Tatsache, dass wir uns über Geld, dass wir über Geld interagieren und dass Preise dabei eine wichtige Rolle spielen dazu, dass sozusagen die, dass letzten Endes sind Preise nichts anderes als ein Versuch, als ein Kommunikationsmedium über den Wert von Leistungen, die ausgetauscht werden. Das heißt, wenn ich in die Pizzeria gehe und entscheide, okay, ich möchte jetzt für 8 Euro oder für 12 Euro eine Pizza und ich kann sozusagen, der Preis ermöglicht es mir, darüber zu entscheiden, ist mir das wert oder ist es mir nicht wert. Und die Tatsache, dass sich diese Preise eben anpassen können, soll sozusagen in der Theorie, in der schönen Theorie, dazu führen, dass dieses System sich in gewisser Weise selbst organisiert. Und das ist genau der Witz, warum eben diese dezentrale Koordination am Ende tatsächlich eine gesamte Wirtschaft organisieren kann. Das sind sozusagen die drei Eigenschaften, von denen ich denke, dass sie sehr wertvoll sind und dass sie auch wichtig sind, bewahrt zu werden. Und weil es schwierig ist, sozusagen diese Aspekte mit einzuweben in ein anderes Wirtschaftssystem. Die Frage oder das Problem, das damit verbunden ist, ist, dass Marktwirtschaft keineswegs ökologisch sein muss, noch muss sie gerecht sein. Denn all das, was ich da gerade beschrieben habe, funktioniert auch, wenn die Ausgangsbedingungen völlig ungerecht sind, wenn einem das ganze Land gehört, funktioniert Marktwirtschaft sozusagen auch. Wenn Preise darüber Auskunft geben sollen, was teuer und wertvoll ist, und ich aber dem Ökosystem beispielsweise, ich es erlaube, dass man das Ökosystem kostenlos verschmutzen darf, na dann wird genau dieser Prozess genau auch dazu führen, dass nämlich Ökosysteme übernutzt werden, dass zu viele Emissionen geschehen, dass zu viel Ressourcen aus der Natur entnommen werden. Und das ist genau das, was wir gerade sehen. Das heißt, die Forderung, dass wir in unserem Wirtschaften diese ökologischen und die sozialen Aspekte stärker berücksichtigen, das entspringt genau der Tatsache, dass wir an dieser Stelle keine Rahmenbedingungen gesetzt haben, die das garantieren. Marktwirtschaft ist unglaublich gut darin, politische Regeln oder gesellschaftliche Regeln in sowas wie Preise umzusetzen. Aber wenn es diese Regeln nicht gibt oder sie falsch sind, na, dann führt auch am Ende dann ist auch am Ende das Endergebnis in keiner Weise ideal. Und die Frage ist jetzt, brauchen wir eine völlig, also sozusagen müssen wir diese ökologischen und sozialen Aspekte zusätzlich in das individuelle Handeln von Unternehmen und Personen integrieren? Also brauchen wir, wie Christian Felber das vorstellen wird, zusätzliche, neben der monetären Bilanz, die sozusagen den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens misst, brauchen wir zusätzlich auch eine ökologische und eine soziale Bilanz des Unternehmens, die sich am Ende dazu sagen, ergibt, wie der Beitrag zum Gemeinwohl ist? Oder, und das wird mein Vorschlag sein, kann es nicht gelingen, diese ökologischen und sozialen Aspekte einzubinden in die monetäre Rechnung? Also wenn Umweltverschmutzung teuer ist, dann werden Unternehmen allein deswegen, weil sie sozusagen auf ihre eigene Bilanz gucken, auf ihre finanzielle Bilanz, sich zwangsläufig dafür entscheiden müssen, weniger Umweltverschmutzung anzustreben. Und gelingt es, auch so etwas wie Gerechtigkeit dort unterzubringen? Das ist im Prinzip die Botschaft meines Buches. Ja, das geht. Und am Ende haben wir ein System, das sowohl nachhaltig ist, als auch gerecht, aber eben auch diese Selbstorganisation, die dezentrale Selbstorganisation, die Marktwirtschaften ermöglichen, behält und sogar verbessert. Wie kommen wir jetzt dazu, ein gerechtes System zu bekommen und ein nachhaltiges System? Und Gerechtigkeit ist eine schwierige Frage, weil es ist keineswegs so,
dass die Vorstellung dessen, was gerecht ist, in dieser Gesellschaft irgendwie einheitlich wäre. Ich meine, das sieht man in den politischen Debatten Tag für Tag, dass mancher der Meinung ist, ein deutscher Bankvorstand hätte seine Millionengehälter durchaus verdient und andere überhaupt nicht der Meinung sind. Wir sehen die Debatte beispielsweise bei der Diskussion um die Gehälter von Hebammen, die heutzutage von ihren Erträgen gar nicht leben können. Und für manche ist das ein Problem und für andere nicht. Also was ist der Kern von Gerechtigkeit? Wenn wir Gerechtigkeit wollen, müssen wir uns fragen, was es bedeutet. Interessanterweise, und da gibt es eine große Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die Menschen fragen, was ist für sie Gerechtigkeit? Was bedeutet das für sie? Und haben vier Möglichkeiten zur Antwort. Das ist Gleichheit, alle haben das Gleiche. Das ist ein sozusagen Bedarf ist gedeckt. Das heißt, wir unterstützen Menschen mit Geld, wenn sie es benötigen. Das dritte Gerechtigkeitsprinzip ist das Leistungsprinzip. Leistung soll sich lohnen. Das hat sicherlich jeder schon mal aus den politischen Debatten gehört. Und das vierte ist sozusagen so etwas wie ein Anrecht. Also ich habe Anspruch beispielsweise auf einen Titel, auf einen Adelstitel, weil meine Eltern den schon hatten. Und jetzt sollte man erwarten, dass es zwischen den politischen Parteien große Unterschiede dessen gibt. Das wäre zumindest auch meine Erwartung gewesen, dass es zwischen der FDP und den Linken einen Unterschied gibt, was die Menschen als gerecht erachten. Und interessanterweise, wenn man sie fragt, gibt es kaum einen Unterschied. Also durch die Parteien, durch die Bank, quer durch das politische Spektrum gibt es zwei wichtige Gerechtigkeitsprinzipien, die sozusagen über allen anderen stehen. Und das ist einerseits Leistung und das ist andererseits Bedarf. Und letzten Endes ist das auch die Quintessenz der sozialen Marktwirtschaft, zu sagen, okay, wir lassen zunächst mal den Markt machen. Wer viel leistet, soll auch zunächst mal ein hohes Einkommen bekommen. Aber wir führen im Nachgang sozusagen auf politischem Wege dann eine gewisse Umverteilung ein, die dafür sorgt, dass am Ende niemand herunterfällt. Und diese Kombination wird offenbar von den meisten Leuten erstmal grundsätzlich als gerecht akzeptiert. Die Frage bleibt dann aber natürlich, wie kommt es, dass eben manche Leute sagen, dieses Gehalt für die Hebammen, das ist doch nicht gerecht, die leisten doch viel mehr. Oder ein VW-Chef, der sozusagen vor allen Dingen durch Betrügereien in den letzten Jahren aufgefallen ist und jetzt trotzdem noch große Boni erhält, das ist doch nicht gerecht. Aber interessanterweise sieht man ja genau an diesen Debatten, wie wichtig den Leuten so etwas wie Leistungsgerechtigkeit ist, weil sie sozusagen gegen die offensichtlichen Verletzungen dieser Gerechtigkeit aufbegehren und sagen, das kann so nicht sein. Und für mich ist der Ansatzpunkt tatsächlich genau an dieser Stelle. Gibt es offensichtliche Verletzungen dieser Leistungsgerechtigkeit in der Marktwirtschaft? Und wie lassen die sich nutzen, um vernünftige politische Maßnahmen zu machen? Leistungsgerechtigkeit bedeutet letzten Endes nichts anderes als, wer die Kosten hat, soll auch den Nutzen haben oder umgekehrt. Wer den Nutzen hat, soll auch die Kosten tragen. Wenn ich mir eine Kleidung kaufe, die ich am Ende benutze, dann soll ich auch die Kosten dafür tragen. Wenn ich mit dem Bus fahre, dann zahle ich das Ticket. Da ist eigentlich nicht viel dahinter zunächst mal. Und an vielen Stellen wird das auch völlig klaglos akzeptiert. Kaum jemand würde bestreiten, dass es angemessen und fair ist, wenn 10 Brötchen das Doppelte kosten wie 5 Brötchen. Letzten Endes ist das auch nicht viel anderes. Und umstritten wird das Thema natürlich dann, wenn ich das nicht mehr so einfach messen kann. Und es ist ganz schwierig, Leistung zu messen. Wenn ich ein Buch geschrieben habe, dann wer soll entscheiden, ob das jetzt eine gute Leistung war oder nicht? Es war sicherlich viel Arbeit, keine Frage, aber ob das ein Ergebnis am Ende überzeugt, das kann ich ja nicht selber entscheiden.
Und das ist ein anderes Kriterium von Leistung, dass es immer die anderen sind, die entscheiden, ob ich eine gute Leistung erbracht habe. Es ist immer der Konsument, der entscheidet, ob die Pizza geschmeckt hat. Ob derjenige, der sie gebacken hat, der Meinung ist, dass sie gut ist, ist letzten Endes nicht so wahnsinnig relevant. Der Vorteil oder der Nachteil an der Tatsache, dass sich Leistung nicht objektiv bestimmen lässt, ist, dass es schwierig ist, aus dieser Idee von Leistungsgerechtigkeit, die irgendwie allen wichtig ist, tatsächlich Politik zu machen. Also wie soll ich das, wenn es irgendwie nicht objektiv bestimmbar ist, wie soll ich das überhaupt in Politik umwandeln? Der Vorteil oder das Gute ist, dass es nicht ganz so schwierig ist, sich tatsächlich darauf zu einigen, was keine Leistung ist. Und da kommen wir jetzt zu vier Brennpunkten, wo aus meiner Sicht dieses Konzept von Leistung und Gegenleistung, die äquivalent sein sollen, völlig auseinanderfällt. Und diese weisen einen Weg, wie sich eine Marktwirtschaft auch sozial und ökologisch gestalten lässt. Der erste Brennpunkt steckt sozusagen in den ersten drei Buchstaben des Titels, nämlich die ökologische Komponente. Warum lohnt es sich beispielsweise für RWE so sehr, den Hambacher Wald abzuholzen und die Kohle zu fördern? Nun, weil sie letzten Endes die Kohle aus dem Boden holen und sagen, seht her, was wir produziert haben. Was sie machen, ist letzten Endes die Leistung der Natur von Millionen von Jahren von Photosynthese am Markt als ihre eigene auszugeben. Hier, Kohle, die wir erzeugt haben. Und dasselbe passiert mit Öl, mit Kupfer, mit sozusagen diversen Materialien, mit zig Millionen Tonnen, die wir jeden Tag aus der Erde holen und in den Wirtschaftskreislauf reinbringen. Es ist kein Wunder, dass das für Länder wie Saudi-Arabien oder Norwegen so ungeheuer lukrativ ist. Letzten Endes werden da die Leistungen der Natur als die eigenen ausgegeben. Und dazu kommt noch, dass am Ende die Kosten, die dabei entstehen, zum Beispiel bei der Verbrennung dieser fossilen Energieträger, dass die von den Leuten, die den Nutzen haben, weil sie beispielsweise mit dem Auto durch Köln fahren, gar nicht getragen werden. Das heißt, die Kosten tragen die, die unter den ökologischen Belastungen, den Emissionen, Stickoxide sind gerade in der Diskussion, Lärm ist auch schon seit langem bekannt als sozusagen als gesundheitliche Belastung. Die Kosten tragen andere. Also Kosten und Nutzen sind an der Stelle keineswegs im Einklang. Und dazu sorgen die Ressourcen, der Ressourcenverbrauch ist der maßgebliche Treiber der ökologischen Zerstörung. Also die Tatsache, dass wir einfach Regenwälder abholzen, um an das Öl ranzukommen, dass wir in der Lausitz oder hier im Rheinischen Kohlerevier Natur zerstören, um am Ende an die natürlichen Ressourcen zu kommen. Und wir wissen eigentlich, und das ist ja die Botschaft, die uns letzten Freitag oder vorletzten Freitag 1 Million Schülerinnen und Schüler nochmal ins Ohr geschrien haben oder auf die Straßen getragen haben. Wir wissen, dass wir diesen Ressourcenverbrauch begrenzen müssen. Und da es so ungeheuer attraktiv ist, Ressourcen zu verbrauchen, weil man sich dadurch, dass man sozusagen die Leistung der Natur als seine eigenen ausgeben kann, Wettbewerbsvorteile schaffen kann. Ein Beispiel, um das Ihnen zu verdeutlichen, wäre die Landwirtschaft, wo heutzutage ein 50 Hektar Hof von einer Person bewirtschaftet werden kann. Aber das geht natürlich nur, wenn man jede Menge Diesel, jede Menge Mineraldünger, jede Menge Stahl in Form von Traktoren dafür einsetzt. Das heißt, die Leistung wird nicht von der einen Person erbracht, sondern von jede Menge Rohstoffen, die dort unterwegs sind. Und solange der Verbrauch so ungeheuer attraktiv ist, wird sich auch nichts ändern daran. Es wird nicht funktionieren, dass die Leute einsehen, dass sie weniger verbrauchen müssen. Die ökonomischen Anreize sind so groß, dass da eine individuelle Einsicht sowohl, ich glaube, auf der persönlichen Ebene als auch auf der Unternehmensebene aussichtslos erscheint. Und deshalb brauchen wir politische Obergrenzen für das, was wir aus dem Boden holen können. Wir müssen wirklich einen Cap, eine Obergrenze setzen. Ökonomisch für den Markt gestaltet sich das dann so, dass man eben Zertifikate verkauft für diejenigen, die etwas aus dem Boden holen wollen oder die etwas verbrauchen wollen. Das kennen Sie vom CO2-Emissionshandel, wobei es da politisch nicht besonders gut umgesetzt wurde. Aber im Prinzip wissen wir, dass dieses System funktioniert, wenn man es richtig gestaltet und tatsächlich den Ressourcenverbrauch
so der Ressourcenverbrauch so gesenkt werden kann. Das Problem ist an dieser Stelle aber immer, wenn ich Ressourcenverbrauch teurer mache, dann trifft es immer die Ärmsten am härtesten. Eine Erfahrung, die Monsieur Macron in Frankreich gerade machen musste die aber eigentlich auch in der ökologischen Szene bekannt sein sollte. Und deshalb ist mein Vorschlag zu sagen, diese Einnahmen, die erzielt werden mit dem Verbrauch dieser Ressourcen, mit den Emissionszertifikaten oder den Rohstoffzertifikaten, diese wieder auszuschütten an die Bevölkerung. Einfach durch die Menge der anwesenden Personen zu teilen, in Europa beispielsweise oder auch weltweit. Und das dann als eine sozusagen Dividende, als einen Ökobonus wieder auszuschütten. Und auf diese Weise hätte man zum einen den Ressourcenverbrauch begrenzt und zum anderen die sozialen Katastrophen oder die soziale Problematik, die dadurch ausgelöst wird, dass sozusagen der Kosten und die Nutzen so unterschiedlich verteilt wird, hätte man das kompensiert. Letzten Endes würde das bedeuten, jeder Mensch auf der Erde, wenn man das global denkt, hätte den gleichen Anspruch, den gleichen finanziellen Anspruch auf die Früchte der Erde. Und Sie sehen, an dieser Stelle bin ich plötzlich ein Fan von Gleichheit. Und warum? Weil es keinen guten Grund gibt, es anders zu machen. Es ist nicht so, dass diese Ressourcen irgendjemand von uns produziert oder erzeugt hätte. Von daher kann man da gar nicht mit Leistungsgerechtigkeit argumentieren. Und in dem Fall würde ich dafür plädieren, dann sich eben an Gleichheit als dem nächsten Gerechtigkeitsprinzip zu orientieren. Der zweite Punkt, der notwendig ist, um Gerechtigkeit herzustellen, und ein weiterer Punkt, wo Kosten und Nutzen alles andere als in Deckung gebracht sind, sind Grund und Boden. Sie wohnen ja hier in einer Stadt, die vermutlich, wie jede Stadt in Deutschland, davon geprägt ist, dass gerade Mieten und Hauspreise nicht unbedingt in den Keller gehen. Was passiert da eigentlich? Oder was macht eigentlich den Wert eines Grundstücks und eines Gebäudes in Köln aus? Es gibt diesen guten Spruch unter Immobilienmaklern: Was sind die drei wichtigsten Kriterien bei einer Immobilie? Lage, Lage, Lage. Was ist denn Lage? Lage, das ist der Standort. Das Grundstück in Köln ist deswegen wertvoll, weil es in Köln ist und eben nicht im Hochsauerland. Und was macht Köln so attraktiv als Stadt? Das ist beispielsweise die größte Fachhochschule in Deutschland, wie ich gelernt habe, eine vermutlich noch größere Universität, diverse Unternehmen, die hier sind, ein gut angebundener Bahnhof etc. Das heißt, jede Menge Leistungen, jede Menge Investitionen, die der Staat getätigt hat, die andere Personen getätigt haben, die Anwesenheit anderer Menschen. Letzten Endes wird ein Grundstück wertvoll durch die Leistungen anderer Menschen. Das heißt, wer die Kosten getragen hat, nämlich relativ diffus die Allgemeinheit und natürlich der Staat oder die Kommune, ist nicht der, der am Ende den Nutzen hat, sondern den Nutzen hat der Eigentümer dieses Grundstücks. Und deshalb ist es so eklatant wichtig in der Debatte um Mieten und Hauspreise, das zu differenzieren, den Boden, Grund und Boden, den Standort, die Lage und das Gebäude auf der anderen Seite. Weil das Gebäude hat tatsächlich der Eigentümer selbst gebaut oder bauen lassen. Dafür hat er auch was bezahlen müssen. Für die gute Lage kann er nichts. Das heißt, hier fallen wieder Kosten und Nutzen auseinander und es gibt wieder eine relativ einfache Möglichkeit, die beiden Sachen in Einklang zu bringen, indem man nämlich diesen Wert des Bodens besteuert. Es gibt Karten, Bodenrichtwertkarten genannt, die den Wert des Bodens pro Quadratmeter in den Städten, aus denen man den ablesen kann. Und die Idee einer Bodenwertsteuer ist gerade zu sagen, wir nehmen diesen Wert, wir nehmen einen gewissen Steuersatz und das muss der Eigentümer dieses Grundstücks dann an die Kommune zahlen. Weil der Wert des Bodens wurde von der Allgemeinheit erbracht, dann sollten die Erträge auch der Allgemeinheit zugutekommen. Und damit beispielsweise Schwimmbäder, Feuerwehren etc. gebaut werden. Ich weiß nicht, ob Sie das aus Berlin mitbekommen haben, dass die Stadt, in denen sozusagen die Bodenwerte und die Preise explodieren, nicht in der Lage ist, ihre Feuerwehr noch anständig zu finanzieren. Das ist genauso ein Fall, wo sozusagen die Kosten
nicht mehr von der Gemeinschaft getragen werden können, weil der Nutzen privatisiert wurde. Das heißt, wir haben da eigentlich eine Situation, wo Geld genommen wird von Leuten, die eine Leistung erbracht haben, beispielsweise über ihre Lohnsteuer. Die wird dann genutzt, um öffentliche Infrastruktur zu finanzieren. Das heißt sozusagen, private Leistung wird vergemeinschaftet. Daraus wird dann Infrastruktur gebaut, aber die Erträge, der Nutzen daraus, nämlich die gesteigerten Bodenpreise, die werden wiederum privatisiert. Das heißt, wir sehen da eine völlige Abkopplung eigentlich dessen, wer profitiert und wer zahlt. Und das ist genauso ein Fall, wo wir in der heutigen Marktwirtschaft alles andere als Leistungsgerechtigkeit haben. Damit, das wäre der zweite Punkt, wo eben der Anspruch, den wir an Marktwirtschaft haben, oder den Gerechtigkeitsansprüche, die Marktwirtschaft realisieren kann, in keiner Weise mit der Realität übereinstimmen. Neben den natürlichen Ressourcen ist es der Boden. Und wir kommen zu einem dritten Punkt. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass Marktwirtschaft vor allen Dingen deswegen genial ist, weil sie dezentral funktioniert. Letzten Endes heißt das nichts anderes als Machtbegrenzung. Es sind die Entscheidungen von vielen. Und niemand hat zentral in irgendeiner Weise eine Kontrolle darüber, wo was produziert und investiert wird. Unser ganzes politisches System ist darauf aufgebaut, Macht zu begrenzen. Gewaltenteilung, parlamentarische Demokratie. All das sorgt dafür, dass man versucht, das sozusagen Missverhalten Einzelner zu verhindern und die Macht in einer Gesellschaft auszubalancieren. Und Machtbegrenzung ist ein zentrales Element von Marktwirtschaft. Und deshalb glaube ich auch, dass es auch ein gutes Element von Marktwirtschaft. Für die Ökonomen heißt Machtbegrenzung üblicherweise nichts anderes als Wettbewerb. Wir brauchen Wettbewerb. Wir müssen Monopole verhindern. Ich glaube aber, dass das nicht ausreichend ist. Wenn wir uns die Debatten in den letzten Jahren angucken, wenn wir die Finanzkrise uns angeguckt haben, wo Unternehmen too big to fail waren, oder einen anderen schönen Begriff, too big to jail, zu groß, als dass man sie noch ins Gefängnis stecken könnte, dann sehen wir, dass hier das Prinzip von Machtbegrenzung außer Kraft gesetzt ist. Unternehmen ist es durch ihre Größe, durch ihre Arbeitsplätze gelungen, letzten Endes den Staat und die Gesellschaft in eine Art Geiselhaft zu nehmen. Wir können bestimmte Unternehmen nicht mehr pleite gehen lassen. Und wieder haben wir da eigentlich die schlechten Eigenschaften, die sozusagen immer staatlichen Konzernen zugeschrieben werden, mit den schlechten Eigenschaften von privaten Konzernen kombiniert. Aber es ist keine gute Kombination. Ganz im Gegenteil. Wieder werden Profite und Gewinne privatisiert und die Kosten am Ende auf die Gesellschaft abgewälzt. Kosten und Nutzen werden keineswegs von denselben getragen. Und von daher, glaube ich, müssen wir über Größe, über wirtschaftliche Macht, auch über große individuelle Vermögen nochmal ganz anders nachdenken. Weil sie sind inkompatibel mit Demokratie und sie sind auch, so glaube ich, inkompatibel mit Marktwirtschaft. Und es gibt aus meiner Sicht die Notwendigkeit, die Größe von Unternehmen explizit zu begrenzen. Einfach um ihren politischen Einfluss zu begrenzen. Weil sonst wird es ihnen immer wieder gelingen, ihr Geschäftsmodell sozusagen politisch abzusichern und zu verhindern, dass eben genau diese, ich sag mal, regulierenden Kräfte, die eine Marktwirtschaft immer haben soll, die außer Kraft zu setzen und sich damit eben auch dauerhaft Einkommen zu erzielen, die eigentlich nicht angemessen sind. Um das zusammenzufassen. Ich habe jetzt drei wichtige Brennpunkte benannt. Im Buch diskutiere ich auch noch ein bisschen die Rolle von Geld und wie es funktioniert. Das werde ich jetzt heute hier nicht machen. Um zusammenzufassen, was ich politisch mir vorstelle oder wie ich Politik in dem Sinne sehe. Aus meiner Sicht sollte sich Politik, sozusagen liberale Politik, daran orientieren, dass sie darüber nachdenkt, was gute Regeln sind. Und in dem Fall heißt es eben, sozusagen auf der Seite der Marktwirtschaft
zu verhindern, dass systematisch leistungslose Einkommen erzielt werden. Ich habe vorhin schon gesagt, Leistungsgerechtigkeit kann nicht alles sein und es gibt, um das direkt klarzumachen, auf jeden Fall auch die Notwendigkeit, Menschen, die nicht in der Lage sind, ein Einkommen zu erzielen, auch weiterhin zu unterstützen. Ich würde auch sagen, sanktionsfrei zu unterstützen. Aber die Markteinkommen zu verbessern, indem ich versuche, leistungslose Einkommen eben zu verhindern oder zu sozialisieren, ist ein wichtiger Punkt, mit dem viel mehr Gerechtigkeit hergestellt würde. Und das vielleicht auch als Kritik an der Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Aus meiner Sicht sind die leistungslosen Einkommen, die wir heute haben, die Ursache für die Ungerechtigkeiten, die wir sehen. Und statt sie sozusagen durch die Einführung zusätzlicher leistungsloser Einkommen, nämlich eines Grundeinkommens, zu versuchen, irgendwie zu kombinieren, wäre es mein Wunsch, erstmal die anderen abzuschaffen, weil dann die Diskrepanz gar nicht mehr so groß wäre und vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen gar nicht mehr in dem Maße nötig wäre. Wie gesagt, spricht nichts dagegen, oder ich habe mich ja auch explizit dafür plädiert, eine Art ökologisches Grundeinkommen einzuführen, in dem eben die Erträge aus dem Verkauf dieser Zertifikate wieder an alle ausgeschüttet wird. Weil es eben der Leistungsgerechtigkeit sogar mehr entspricht dann an dieser Stelle. Also die Idee ist, die Markteinkommen gerade zu biegen, statt immer hinterher die großen Ungerechtigkeiten, die durch den Markt entstanden sind, zu versuchen, irgendwie politisch zu korrigieren. Und in dem Sinne würde ich sagen, ist es vielleicht etwas anders als das, was Christian Felber gleich präsentieren wird. Ich glaube, politisch ist es eben einfacher, sich auf bestimmte Sachen zu einigen, die offensichtlich gemeinunwohl sind. Also die Zerstörung der Erde, darauf sich zu einigen, dass das keine gute Idee ist. Ich glaube, darauf können sich viele weit besser einigen, als um die Frage, was eigentlich das Richtige, das Gute ist. Das heißt, das Ziel meines politischen Ansatzes wäre eher, Gemeinunwohl politisch zu verhindern. Und damit, und ich glaube, dass es deshalb möglich ist, wenn man sozusagen mit diesen Ideen die ökologischen Grenzen einzuhalten, indem man sie explizit politisch setzt, mit scharfen Regeln sozusagen sicherstellt, dass sie eingehalten werden und es nicht den individuellen Entscheidungen der Einzelnen überlässt, die ökologischen Grenzen einzuhalten, soziale Gerechtigkeit zu stärken, indem man die Markteinkommen fairer gestaltet, plus natürlich die nötige Umverteilung, um alle mitzunehmen, und durch die Begrenzung von Macht und Erpressungspotenzial auch die Stabilität der Marktwirtschaft zu verbessern. Wir brauchen an der Stelle dringend politisch bessere Regeln. Wir können nicht auf die Selbststeuerung und die individuelle Einsicht hoffen. Da glaube ich nicht dran, dass es funktioniert. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass sie alle untätig werden sollen. Nein, ganz im Gegenteil. Natürlich sollten sie in ihrem persönlichen Alltag versuchen, auf die gröbsten ökologischen Katastrophen und sozialen Ungerechtigkeiten zu verzichten. Aber wir brauchen sie dringend als Bürger, die sich dafür einsetzen, dass auch bessere politische Regeln Realität werden. Weil sonst glaube ich nicht daran, dass wir die Probleme, die wir heute haben, in den Griff bekommen. Eine ökosoziale Marktwirtschaft ist vernünftig und möglich. Politisch ist das machbar, die Pläne liegen in der Schublade, aber wir sollten mal langsam damit anfangen. Dankeschön. Wenn ich das richtig sehe, gibt es Raum für ein paar Fragen. Melden Sie sich und der Herr mit dem Mikrofon kommt zu Ihnen. Eine Frage ganz dort oben. Erstmal ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Fand ich wirklich sehr gut. Sehr viel Information, aber sehr gut dargestellt. Also danke wirklich. Wenn ich das nochmal so ein bisschen versuche wiederzugeben, ich kann jetzt natürlich schwer den Vortrag in 2, 3 Sätzen wiedergeben, ist ein Aspekt, die Kosten demjenigen zu geben, der den Nutzen hat. Beispiel RWE muss höhere Kosten haben,
den Nutzen aus der Erde zu ziehen. Inwieweit über Zertifikate und dann eben über die Zertifikatserlöse vielleicht eine Art Umlageverfahren zu erreichen? Inwieweit ist vielleicht die Blockchain-Technologie und Kryptowährung als Anwendungsgebiet der Blockchain eine Möglichkeit, da gewisse Grenzen einzuführen, eben jetzt bei einem möglichen Umschwung in der Währung? Also ich glaube nicht, dass es spielt in meinem Denken wenig eine Rolle, weil ich glaube, dass wir für diese politischen Maßnahmen nicht das Problem haben, dass wir keine sozusagen zentrale Autorität haben. Also wir brauchen eine politische Autorität, die diese Sachen durchsetzt, und dass die Idee von jeder Art von Blockchain-Technologie ist ja, dass sich die einzelnen Leute nicht trauen können. Und ich halte das sozusagen an der Stelle einfach nicht für nötig, beziehungsweise für übermäßig komplex. Dazu kommt, dass die meisten dieser Technologien sozusagen eben gerade nicht einfach und transparent sind, sondern relativ komplex, und dazu viele davon noch mit einem hohen Ressourcenverbrauch selber ausgestattet sind. Also ich halte es nicht für hilfreich und zielführend an der Stelle. Hallo, auch von mir nochmal ein herzliches Dankeschön für den Vortrag. Ich hätte eine Frage und zwar beziehungsweise Anmerkungen. Und zwar hätte ich auch so ein bisschen Kritik. Sie hatten am Anfang gesagt, dass die Kooperation dezentral nicht funktioniert. Dem würde ich erstmal grundsätzlich widersprechen und würde das jetzt gar nicht groß begründen. Eigentlich geht es mir, also ich habe es schon selber erlebt, dass es funktioniert. Genau, jetzt um die Frage nochmal zu sortieren, sorry, dass ich so lange brauche. Generell halte ich die Orientierung an der Konkurrenz einfach als falsch und glaube auch, dass die Leistungsgerechtigkeit, also dieses Bedürfnis nach Leistungsgerechtigkeit einfach daher kommt, dass die Leute in dieser Konkurrenz die Leistung, die sie selber erbringen müssen, als Entbehrung wahrnehmen. Und glaube, wenn man einfach in Kooperation miteinander lebt, ich kenne genug Beispiele, wo das funktioniert, dass man diese Leistung eben nicht mehr als Entbehrung wahrnimmt, sondern einfach als auch was Schönes, was man den Leuten geben kann und wo man auch von den Leuten was zurückbekommt. Das heißt, man bringt was in die Gemeinschaft ein und bekommt dafür auch eine Art Anerkennung, sag ich mal. Und dass wir dann eventuell diese Leistungsgerechtigkeit gar nicht mehr brauchen, weil es einfach ein Bedürfnis auch der Menschen ist, Leistung zu erbringen und nicht eine Entbehrung, die wir erbringen müssen, wo wir dann ein Schiedsgericht brauchen, das uns quasi sagt, du hast aber so viel Leistung erbracht und du aber nicht. Ich halte das für sehr viel einfacher als zu gucken, wer hat jetzt wie viel Leistung erbracht. Was denken Sie dazu? Das wäre die Frage. Also zur Frage der Kooperation. Das Problem ist eben, dass Kooperation immer irgendwie eine Einigung voraussetzt. Ja, also es ist, man kann natürlich auch über Streit etc. und die Diskussionen das eben ausfechten, aber es ist in einer Gesellschaft wie in Europa mit 500 Millionen oder in der Europäischen Union ein paar weniger, aber ist das einfach ein ungeheuer komplexes Prinzip. Und man sieht tatsächlich auch viele Konzepte, die auf Kooperation aufbauen. Ich denke an offene Software beispielsweise. Gibt es trotzdem sozusagen, sprießen diese Projekte trotzdem diverse Forks und ab, also sozusagen, wo sich Projekte aufteilen und in gewisser Weise auch eine Art Wettbewerb generieren. Also ich finde, man darf an der Stelle nie das verabsolutieren, in dem Sinne, dass man sagt, man muss alles der Konkurrenz unterwerfen. Ich sehe auch einige Bereiche, in denen das absolut problematisch ist. Im Wissenschafts-
Landwirtschaftsbetrieb beispielsweise werden teilweise absurde Wettbewerbsanreize gesetzt. Aber letzten Endes ist für mich diese Möglichkeit des Wettbewerbs in dem Sinne, dass man sozusagen verschiedene Anbieter hat, die verschiedene Angebote machen und sich darin auch nicht absprechen, auch ein Weg, um eben Kooperation im Großen zu ermöglichen. Ich meine, letzten Endes in der heutigen Marktwirtschaft kooperieren wir ja auch an ganz vielen Stellen. Wenn man überlegt, was wie ein Produkt wie der Beamer, der dort steht, aus sozusagen, was dort alles an winzig kleinen Beiträgen geleistet worden sind, damit am Ende so ein Produkt herkommt, dann ist letzten Endes diese Koordination, ermöglicht letzten Endes Kooperation. Also dafür machen wir das ja sozusagen, wie können wir dezentral Kooperation ermöglichen. Die Frage mit der Leistungsgerechtigkeit, ist das nicht sozusagen das völlig Falsche? Ich glaube, dass Leistungsgerechtigkeit wir in vielen Bereichen völlig selbstverständlich berücksichtigen, auch in unseren persönlichen Beziehungen legen wir darauf Wert. Nicht in dem Maße wie in der Ökonomie, dass wir das alles sauber bilanzieren und in Euros ausrechnen. Aber ich glaube, wenn mich jemand zum Essen einlädt bei sich zu Hause, dann habe ich auch das wirklich das Bedürfnis, auch dafür eine Gegenleistung zu bringen und ihn vielleicht auch mal zum Essen einzuladen. Aber wir wissen auch ganz genau, wo die Grenzen dessen sind und dass es in sozialen Beziehungen ganz anders funktioniert als in ökonomischen Beziehungen. Wenn ich, um den Pizzabäcker nochmal hochzuholen, wenn ich da nach der Pizza hingehen würde und ihn in den Arm nehmen würde und sagen, danke für die Pizza, kommst du am Samstag mal bei mir vorbei und ich back dir auch eine. Völlig falsch. Wenn ich aber bei einem Freund eingeladen bin und würde sagen, danke, dass ich heute Abend bei dir essen durfte, hier sind 12 Euro. Völlig falsch. Ja, also das sind wir auch in der Lage, intuitiv abzuschätzen, wann welche Prinzipien eben eine Rolle spielen. Aber die Frage ist eben, wie lässt sich das auf eine anonyme Gesellschaft, in der man die Leute nicht kennt, verallgemeinern? Und da halte ich eben Geld für eine wichtige Eigenschaft. Und die Konsequenz ist dann eben, dass man sich daran orientiert, ist es einem das wert, ist die Leistung, die man bekommt, die Gegenleistung, die ich geben muss in Geld, eben wert. Und die andere Sache, die Idee von Marktwirtschaft ist gerade nicht, dass es eine zentrale Stelle gibt, die darüber entscheidet, wer wie viel Leistung erbracht hat. Das kann, also das halte ich auch nicht für gut, sondern es sind immer die Empfänger der Leistung, wenn ich ein Buch kaufe, entscheide ich, ist es mir 17 Euro wert oder nicht, die darüber dezentral entscheiden. Die politische Aufgabe ist, zu identifizieren, wo systematisch Leistungsgerechtigkeit verletzt wird, wo systematisch leistungslose Einkommen erzielt werden und dann clevere politische Maßnahmen zu ergreifen, um das zu verhindern. Und das ist was anderes als individuell und im Detail auf der Mikroebene sozusagen der individuellen Leute zu entscheiden, was gerecht ist. Ja. Wenn wir die jetzt alle zulassen. Ich möchte deswegen an dieser Stelle die Diskussion oder die Fragen kappen und verschieben auf den Nachmittag. Herr Richter ist ja dann auch noch da und Sie können dann, haben dann einfach mehr Zeit, auch solche Fragen noch zu stellen. Ich hoffe, Sie vergessen die dann nicht und sind dann auch noch da. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich an der Stelle Ihren Vortrag beenden. Und wir machen